Hey Microsoft, sorry, not sorry. Willkommen im nächsten Video und ich zeige euch heute was Tolles. Ihr habt Windows 10, oder? Unsere Windows 10 ISO. Und in Windows 10 Home gibt es ein kleines Problem. Und zwar, RDP funktioniert nicht. Remote Desktop geht nicht. Ihr könnt zwar als Client darauf zugreifen, aber ihr könnt kein RDP hosten. Und das ist ziemlich scheiße, weil ich unter Android nämlich Guacamole nutzen wollte. Und ich wollte mich verbinden auf meine Android-VM, also auf die Windows 10 VM. Und das hat nicht funktioniert, Also nachgeschaut, oh nein, die ISO ist Windows 10 Home. Oh nein, Windows 10 Home unterstützt nicht. Was zum Arsch? Wir reparieren das. Ist mal wieder so eine typische Sache. Pro-Features, die wollen wir natürlich nicht jedem Customer und jedem Consumer geben. Also nein, die deaktivieren wir einfach mal. Aber manchmal wären sie einfach wichtig, wie zum Beispiel von unterwegs auf seinen Rechner zuzugreifen. Wenn aber Remote Desktop Protocol nicht geht, müsste man auf VNC oder TeamViewer umsteigen oder Parsec oder irgendein anderes Tool und nicht das native Tool nutzen. Und einige Menschen wollen das nicht. Die wollen halt per RDP verbinden. RDP ist nämlich auch ziemlich schnell, auch übers Internet. Und natürlich das native Protokoll. Gut, wie reparieren wir das? Ich habe was Tolles gefunden, um das Ganze mal wieder auszuhebeln. Ja, das ist eigentlich ein Windows 10 Pro Feature. Ja, man kann es in Windows Home aktivieren. Und wie wir das machen, finden wir raus in diesem Video. Also, was braucht ihr? Ihr braucht einen Windows 10 RDP Wrapper. Den habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Den ladet ihr euch herunter. Cool, es ist heruntergeladen. Was machen wir als nächstes? So, was ihr macht ist, ihr geht in dieses Directory hinein und packt die Datei, die ihr heruntergeladen habt, den Wrapper, und packt ihn irgendwo hin, wo er denn eben bleiben soll. Bei mir ist es C-Programme RDP und da drin starte ich jetzt als Administrator, ganz wichtig, Rechtsklick als Administrator ausführen, die Install-Part und danach die Update-Part. Und dann macht ihr noch nichts. Dann nehmt ihr die INI, die ich euch verlinkt habe, die hoste ich auf thegeekfreaks.de, ist eine angepasste INI, und ändert und editiert die Einstellungs-INI vom RDP-Wrapper. Anders funktioniert es nicht, weil nativ wird das Ding nicht mehr unterstützt, beziehungsweise Windows wird immer so weiter geupdatet, dass es brickt. Aber ich habe die INI ein bisschen konfiguriert und umgeschrieben, dass sie wieder funktioniert. Das heißt, ihr geht einfach hin und ersetzt die originale INI durch unsere INI oder ihr kopiert den Text aus unserer INI in diese und speichert ab. Cool. Danach müsst ihr nur noch einmal den Rechner neu starten. Nach dem Neustart ist der Rechner wieder hochgefahren und dann startet ihr in diesem Ordner mit einem Rechtsklick die RDP-Conf-Exe. Zack, zack. Und auf einmal geht alles. Zack, zack. Listening, alles grün, alles check, alles super. Heiß. Und da könnt ihr natürlich noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten sonst vornehmen. Aber jetzt könnt ihr schon von jedem anderen Rechner oder auch von Guacamole aus euch einloggen. Falls es jetzt nicht funktioniert, müssen wir GP-Edit hinzufügen. GP-Edit ist auch wieder so ein Pro-Feature, das es nicht gibt, aber das kann man nachinstallieren unter Windows Home. Ne? Ist nicht nur Windows 10 Pro Exclusive. Findige Leute haben das auch wieder extrahiert und dann habe ich hier auch was in der Videobeschreibung. Damit könnt ihr GP-Edit, die Group-Edit, wieder installieren und könnt mit GP-Edit die Groups öffnen. Und da könnt ihr natürlich ganz viele Eigenschaften ändern und Einstellungen ändern. Ihr könnt zum Beispiel ins User-Management gehen und dann unter User und unten unter Remote-Desktop-Protokoll ganz viel einstecken, Sachen erlauben, Domains erlauben und so weiter, wie in Windows 10 Pro. Und damit ist das gegessen und endlich geht Windows 10 RDP wieder, dass ich endlich das Guacamole-Video machen kann für Android. Vielleicht war es nützlich, vielleicht hat es euch gefallen. Wenn es nützlich war und euch gefallen hat, dann kommentiert doch ein bisschen, Daumen hoch teilen, was auch immer. Wir brauchen Aufmerksamkeit, weil YouTube uns die nicht verschafft. Ich habe keine Ahnung, warum. Wir werden nirgendwo geschlagen, wir werden nirgendwo empfohlen. Dabei denke ich, wir sind nur eigentlich ein cooler Channel mit super nützlichen Tipps und Tricks und Sachen und überhaupt. Wer weiß, was da schon wieder im Hintergrund los ist. Danke an alle Kanalmitglieder, danke an euch da draußen, die uns unterstützt mit den Videos und alle, die mit den Livestreams dabei sind. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bleibt gesund und schaut weitere Videos von uns. Also raus aus diesem Video, rein ins nächste Video. Bis zum nächsten Mal.